Der Countdown läuft für die Berlin Recycling Volleys. Genau 2 Wochen vor dem mit Hochspannung erwarteten Heimfinal vor der Champions League meldete sich der deutsche Meister zum Playoff-Auftakt in der Bundesliga zurück. Hinter der Mannschaft von Trainer Marc Lebedieu lagen 3 wettkampffreie Wochen, die zur intensiven Vorbereitung mit Trainingslagern und Testspielen in Italien und in der Türkei genutzt worden waren. Es war wichtig, dass wir starke Gegner auf der anderen Seite hatten, mit Blick auf Playoffs und auch Champions League. Das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben gegen sehr gute Mannschaften gespielt, viele knappe Sätze gespielt. Zuspielangriff sind wir sehr stabil jetzt mittlerweile und haben gutes Selbstvertrauen getankt. Gerade weil wir auch gegen Top-Teams wie Modena dann gewinnen konnten, denke ich. Und das schweißt natürlich die Mannschaft zusammen, solche Siege. Am Samstagabend sollte dann also der erste kleine Schritt in Richtung der großen Ziele gemacht werden. Erstes Viertelfinale der Nachbarschaftsserie gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen-Bestensee, die sich in den Pre-Playoffs gegen die VSG Coburg Grupp durchgesetzt hatten. Im Berliner Volleyballtempel war der 7. der Abschlusstabelle aber von Beginn an im Hintertreffen. Robert Kromm präzise zur 6:3-Führung für die Gastgeber. Von Wettkampfpause und harter Vorbereitung bei den BR Volleys wenig zu spüren. Konzentriert und durchschlagskräftig setzten sie sich ab. Beim Stand von 17:9 war der erste Durchgang längst entschieden. Die Gäste konnten den Rückstand zwar noch einmal etwas erträglicher gestalten. Nach 24 gespielten Minuten besiegelte der Block gegen Matthias Böhme aber die 1:0-Satzführung der Lebedieu-Schützlinge, die ihren Trainer beim Wiedereinstieg nach der Vorbereitungsphase zufriedenstellten. Auch in Durchgang 2 kam der Meister-Express früh ins Rollen, die Brandenburger weitestgehend chancenlos, erneut Kromm schon mit dem 7:2. Es lief also ähnlich wie schon in den beiden Vergleichen der Hauptrunde, denn die BR Volleys hatten diese nicht nur ohne Satzverlust gewonnen, sondern ganz klar dominiert. Dabei sollte es bleiben, das 17:10. Der 3. ganz schnelle Berliner Sieg in dieser Saison zeichnete sich jetzt ab. Gerade eine Dreiviertelstunde war vorbei, da hieß es bereits 2:0. Das Team von Trainer Mirko Kulic ganz offensichtlich so etwas wie ein Lieblingsgegner des Titelaspiranten. Wir dominieren sie sehr stark dieses Jahr und die liegen uns sehr gut, wir spielen konzentriert gegen sie. Der 3. Satz, der 3. Blitzstart der BR Volleys, die sich hellwach präsentierten. Diesmal war es Carroll zum 7:3. Die Gäste mühten sich nach Kräften am Meister dran zu bleiben. Doch der frühe Vorsprung der Hausherren war wiederum der Schlüssel zum Erfolg. Die Berliner spielten ihren Stiefel nun souverän herunter. Kapitän Scott Tosinski stellte auf 16:8. Trainer Lebedieu wechselte in der Schlussphase noch einmal durch, brachte die Publikumslieblinge Felix Fischer und Alex Spirowski, die sich nahtlos in die gute Mannschaftsleistung einfügten und so mithalfen, beim Stand von 24:13 vor über 5.200 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle den deutlichen 3:0-Sieg perfekt zu machen. Topscorer Robert Kromm sah trotzdem noch Luft nach oben. Ein, zwei Fehler, die wir hier noch zu viel gemacht haben, werden wir, denke ich, in der nächsten Zeit abstellen. Wir werden hier öfter jetzt trainieren, werden uns wieder richtig schön in unseren Tempel reinarbeiten und dann weniger Fehler machen, auch im Aufschlag gerade. Haben wir da heute noch ein bisschen viel ins Netz gehauen. Aber ja, Richtung Final Four wird es, denke ich, immer besser werden. Mit einem 2. Sieg auswärts bei den Netzhoppers können die BR Volleys schon am Mittwoch den Halbfinaleinzug perfekt machen und sich somit ein paar weitere Tage der konzentrierten Vorbereitung auf das größte Event der Vereinsgeschichte erspielen. Die Vorfreude auf den Saisonhöhepunkt in der Königsklasse ist schon jetzt riesig. Die erwarten auf jeden Fall ein super Wochenende, das Beste, was Volleyball zu bieten hat. Für mich das Champions League Final Four ist der beste Turnier der ganzen Volleyballwelt, also inklusive die meisten Nationalmannschaft, so Veranstaltungen. Und sollen wir uns alle freuen, dass wir dabei sein werden. Ich erwarte einfach Top-Volleyball hier. Also das kommen die besten Mannschaften aus Europa. Und wir versuchen einfach, um jeden Ball zu kämpfen, wie wir nur können. Und dann tolle Spiele hier abzuliefern. Für den Fall, dass das mögliche 3. Viertelfinale am kommenden Samstag überflüssig werden sollte, wäre der nächste Heimauftritt der Berlin Recycling Volleys dann bereits das Spiel des Jahres. Champions League Halbfinale gegen Topfavorit Zenit Kasan. Am 28. März um 17 Uhr. Und das Ganze vor heimischer Kulisse im Berliner Volleyballtempel.
Tickets und alle weiteren Informationen gibt es auf br-volleys.de.